Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich wollte mal ganz kurz drauf eingehen. Die aktuelle YouTube-Situation möchte ich hier gerne mal ansprechen. Denn ich habe lange überlegt, ich meine, ich mache jetzt seit über 11 Jahren YouTube. Und für YouTube war für mich immer primär. Und also die Nummer 1 kannst du sagen, ne? Ich habe YouTube immer vor andere Social Medias gestellt und das wird sich jetzt so ein bisschen ändern. Wieso, weshalb, warum werde ich jetzt in diesem Video behandeln mit euch. Denn ich habe gemerkt, okay, TikTok und Twitch, diese beiden Seiten geben mir mehr, diese beiden Seiten machen mir halt einfach mehr Spaß. Das ist jetzt nicht so, als würde mir YouTube keinen Spaß mehr machen. YouTube ist halt klassische Videoproduktion, also oder Gaming, ne? Videospiel-Videos so in diese Richtung. Und es macht mir nach wie vor immer noch Spaß, ne? Also ich habe mich ja mittlerweile auf so Indie-Spiele ein bisschen spezialisiert. Arbeite dann da gerne mal mit den Entwicklern zusammen, stelle für die gerne mal deren Spiele vor oder auch generell unbekanntere Indie-Spiele. Da gibt es aber auch so ein paar Highlights, so Neuheiten der Spiele, die ich dann auch gerne mal spiele. Da habe ich jetzt Ende letzten Jahres mit angefangen, ne? Wir haben hier Asterix, wir haben die Schlümpfe gehabt. Ja, also es waren dann auch Neuheiten, das Master Pilami, das sind dann eher so meine Spiele. Jetzt habe ich ja noch letztens Video hochgeladen, in dem ich über meine Highlights geredet habe. Die Spiele werden natürlich auch kommen. Ja, im Moment sind wir ja bei einem Video pro Tag. Ich habe auch noch ein bisschen vorproduziert. Das versuche ich auch beizubehalten. Also es wird jetzt nicht unbedingt weniger kommen. Für mich persönlich selber möchte ich nur YouTube im Moment an dritter Stelle stellen, ne? Denn ich finde, Twitch hat halt einfach wesentlich mehr Zukunft als YouTube, ne? Man muss natürlich die Zeit, die man hat, man muss sich halt aussuchen, wo steckt man jetzt Zeit halt rein, ne? Ob es jetzt für Stream ist oder ob es jetzt für TikTok ist oder irgendwie sowas, ne? Man hat ja nicht unbegrenzt Zeit, ne? Ich habe jetzt, wenn ich Spätschicht habe, nach Hause komme, habe ich dann mal so ein paar Stunden, wo ich dann am Computer gehen kann und einfach dort meine Zeit halt verwenden kann. Und da bin ich dann überlegen, ja, was priorisiere ich oder generell, für was investiere ich dann am ersten Zeit. Und das ist im Moment nicht YouTube. YouTube steht jetzt im Moment an dritter Stelle. An erster Stelle würde ich vielleicht TikTok stellen, wenn ich einen TikTok hochgeladen habe. Da möchte ich jetzt gerne auch einen TikTok oder so pro Tag machen. Und dann gerne einen Twitch-Stream. Das kann alles Mögliche sein. Letztens habe ich im Flur Nintendo Switch gezockt, ne, also in meinem Flur. Oder ich habe auch schon Just Chattings Streams probiert. Wir waren bei Jawohl gewesen. Also mit mobile Daten hat das auch funktioniert. Da bin ich einkaufen gewesen und habe einfach gestreamt, ne? Und sowas finde ich total cool, das macht mir richtig Bock, da habe ich richtig Lust drauf. Und jetzt, wenn die Sommermonate kommen, da kann man auch gerne mal draußen ein bisschen spazieren gehen. Weil generell so die ganzen Schwachsinnsideen, da habe ich mit Robin auch noch einiges vor. Unter anderem wollen wir mal Billard spielen oder man kann zum Beispiel auch irgendwie Bowling spielen gehen und kann das halt auch streamen, so, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Powerbank lässt grüßen. Ja, auf jeden Fall, das habe ich vor. YouTube wird nicht mehr so präsent für mich sein, also natürlich, aber es läuft ja schon lange nicht mehr rund, ne? YouTube ist, der Markt ist übersättigt, da dort gefunden zu werden, aus der Masse rauszustechen, ist bei YouTube sowas von schwer, ne? Der Algorithmus kickt halt, der nimmt dich auseinander, bei Twitch kannst du immer mal wieder Leute für dich gewinnen, ne? Jetzt habe ich in den letzten Tagen wirklich immer mal ein paar neue Leute dabei gehabt, die kannte ich vorher nicht, die sind auf mich zugestoßen, finde ich total cool. Und das habe ich bei YouTube nicht. Da habe ich selten wirklich mal Leute, die mich abonnieren. Ne? Also so ein Abo bei YouTube ist richtig selten geworden. Das ist krass eigentlich. Ne? Das ist nur bei mir so, das ist bei anderen Leuten nicht. Und da muss ich ja halt irgendwo Abstriche machen. Ne? TikTok
keine Ahnung, Videos können viral gehen oder generell erreiche ich bei TikTok aufruftechnisch einfach wesentlich mehr. Also da kriegt er mal ein Video durchschnittlich 200 Aufrufe. Bei YouTube dann sind es 10, 15 oder so. Ja, da fragst du dich auch, warum machst du das eigentlich? Aber wie gesagt, ich mache es ja aus Spaß, sonst hätte ich ja schon ewig lange aufgehört. Ne? Sonst hätte ich das auch keine 11 Jahre oder sowas gemacht. Und ja, das ist erstmal so viel dazu. Da wollte ich einfach mal mit euch drüber reden. Und genau. Wenn ihr Twitch noch nicht abonniert habt oder mich bei Twitch noch nicht gefolgt habt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Ich werde jetzt täglich versuchen zu streamen. Immer mal wieder so ein bisschen verschiedene Sachen. Und einfach mal irgendwie ein bisschen im Auge behalten. Folgen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ansonsten halt könnt ihr mich auch gerne bei TikTok folgen. Wenn ihr ja, ein bisschen was von mir haben möchtet, ob es jetzt ein paar Clips sind oder ob es jetzt einfach mit dem Handy irgendwas hingewurschteltes ist, könnt ihr gerne mal folgen, wenn ihr irgendwie Interesse an mir habt und irgendwie generell. Ja. Aber ja, auf YouTube, wie gesagt, gibt es ja auch tagtäglich dann Videos. Ich versuche es zumindest irgendwie hinzubekommen. Irgendwas kommt natürlich zu kurz, irgendwas muss zu kurz kommen. Ich habe ja nicht alle für alles Zeit. Ich habe ja auch noch meinen Sohn, meine Freundin. Und die Arbeit halt, im Moment muss ich halt extrem viel arbeiten, weil ich halt immer, im Moment ist halt schwer auf Arbeit, dann muss ich halt ein bisschen mehr arbeiten immer und einspringen und alles, aber das ist nicht so schlimm, mache ich ja sehr gerne. Ja, auch wie gesagt, ansonsten soll es das erstmal so gewesen sein. Camcorder, ich habe ja meinen neuen Camcorder, meinen günstigen, den ich erworben habe, und mir macht das auch total viel Spaß, mit dem Camcorder Videos zu produzieren. Das ist ja jetzt das dritte, vierte in Folge mittlerweile, einfach so ein kleiner Talk, einfach hier, ich setze mich hier in meine Kulisse hin und wir quatschen einfach mal ein bisschen. Ich könnte ja wohl auch einfach mal, jetzt ist es zu spät, jetzt hätte ich eigentlich mal zwei Korn noch anmachen können, wartet. Dann wäre es ein bisschen, ja, sieht man das überhaupt? Ja, da hieß der Zweig, ja, ein bisschen, ja. Ja, keine Ahnung. Ich mag meine Kulisse. Klein, aber fein. Ja, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten, wie gesagt, gibt es hier, ihr wisst jetzt, was euch hier erwartet. Ein paar Videos dann, ihr seid überall versorgt. So ein kleines Status-Abmeldung. Und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns, ne? Ins neue Jahr schön rein. Ist ja, dann mal gucken, was sich so ergibt, ne? Ich mach mal wieder aus hier. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Also, bis dann. Haut rein. Ciao.